Hallo, mein Name ist Holger Breuer von H. Breuer Trading und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie mein Arbeitsplatz aussieht, um Saisonalitäten effektiv auszuwerten. Wir sehen hier den Seasonality-Indikator von H. Breuer Trading in Version 4 aktuell und ich interessiere mich hier für den Intraday-Verlauf im Gold. Wir sehen hier auf der linken Seite auf diesem Chart zweimal den Seasonality-Indikator, einmal mit der Einstellung ein Jahr, einmal mit der Einstellung 2 Jahre. Die Daten gehen bis 2.1.2018. Man braucht also einen Tag im neuen Jahr, sodass das letzte Jahr komplett vorhanden ist hier im Chart und dann wird die Berechnung von 2017 bis 2017 durchgeführt. Insgesamt möglich wären 13 Jahre mit den Daten, die ich hier habe und die Berechnungsmethode, die hier zugrunde liegt, ist Close to Open. Das heißt, mich interessieren Übernachtgaps hier in diesem Fall nicht, wie sie hier im Chart auch zu sehen sind, da ich rein den Intraday-Verlauf mir ansehen möchte. Das mache ich auf Basis von einem Jahr, von 2 Jahren, von 5 Jahren und von 9 Jahren. Die Einstellungen des Indikators, die sind hier zu sehen. Anzahl Jahre 1. Ich lasse Close to Close frei, hake das also nicht an. Also wird die Berechnung Intraday vom Close minus des Open-Preises berechnet. Ich möchte auch nicht in die Zukunft projizieren, also ich möchte diese Verlaufskurve nur auf das aktuelle letzte vollständige Jahr 2017 abgetragen haben. Ich möchte diese Kurve anzeigen mit folgenden visuellen Darstellungen. Der Text soll mir hier oben links angezeigt werden. Im zweiten Indikator ist der Haken hier nicht mehr gesetzt. Und die Monate, Wochentage und der Intraday-Verlauf interessieren mich hier erstmal nicht. Man sieht sehr schön im Gold, wie sich die Saisonalität verändert hat im Laufe der Jahre. Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre betrachtet, sondern auch 5 Jahre, 9 Jahre oder vielleicht sogar 13 Jahre. Man kann hier die Kurve sehen und man kann die einzelnen Monate sehen. Und für mich ist es jetzt wichtig, einen stabilen Verlauf zu erkennen, wenn ich mich jetzt für ein Handelssystem entscheiden würde, was einen ganzen Tag im Markt ist. Sehr schön zu erkennen ist zum Beispiel, dass im Januar, im Februar in allen Zeiten Gold am Steigen ist und saisonal im Durchschnitt diese beiden Monate am stärksten waren. Auch der August ist sehr stark, hier mit 3,5%, 1,8%, hier 0,2% und dann im letzten Jahr wieder 3,6% im Durchschnitt. Das sind also die stärksten Monate bei Gold. Ich habe hier unten verschiedene Tab-Reiter auf diesen Charts geöffnet oder für diese Charts geöffnet. Und wir schauen uns jetzt dann den Tag des Monats an. Und in Version 4 dieses Indikators haben wir hier die Möglichkeit, uns alle Monate anzusehen. Wir betrachten hier jeweils die Kalendertage 1 bis 31 und nicht die Handelstage. Ich kann also sehen, dass der 31. Handelstag, wenn er denn da ist oder vorhanden ist im Monat im Durchschnitt der letzten 1 Jahre sehr stark ist, 2 Jahre sehr stark ist, 5 Jahre sehr schwach ist und auf Basis der letzten 9 Jahre ja kaum Unterschied oder kaum ein Performance-Unterschied im Laufe dieses Tages gemacht wurde. So kann man also auch starke Handelstage wie zum Beispiel den ersten im Monat identifizieren. Man kann das Ganze auch pro Monat adjustieren und das zeige ich jetzt im Dialog des Seasonality-Indikators. Genau, hier ist der Parameterdialog des Seasonality-Indikators. Ich mache den nochmal ein bisschen kleiner. Wir sehen hier oben auch die Indikatoren, HB Indicators. Darunter findet man diesen Seasonality-Indikator. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich Show Day of Month, also zeige mir den aktuellen Monatstag anhake, dann erscheint hier noch ein Auswahldialog alle Monate und mich interessiert jetzt der Januar und der Februar, weil dieser natürlich besonders stark waren. Dann drücke ich hier auf Apply, sehe jetzt hier den Januar auf Basis der letzten 1 Jahre und muss es natürlich für meinen zweijährigen Indikator ebenso machen. Wir sehen ja auch im letzten Jahr im Januar hatten wir keinen ersten und keinen zweiten Handelstag, weswegen hier natürlich dann einige Handelstage auch fehlen. Genauso kann ich das mit dem Februar machen. Und kann mir hier die einzelnen Monate aussuchen und dann nochmal schauen, wann war überhaupt meine starke Phase im Januar, Februar. Und es sieht so aus, als wäre jeweils am Anfang des Monats im Februar
aber auch im Januar, wie eben gesehen, mit einem starken, ja, Anstieg zu rechnen in den ersten Handelstagen. Und das ist eine sehr schöne Auswahlmöglichkeit, eine sehr schöne Übersicht. Wir können uns das nochmal für August ansehen, der ja auch sehr stark war. Und können hier auch nochmal sehen, dass hier beispielsweise der 28. Handelstag sehr stark war. Der 25. auf Basis von einem Jahr stark, auf Basis von 2 Jahren nicht so stark. Ich suche mir also immer Clusterbereiche raus, die relativ stabil sind. Wir sehen auch hier 31. 1. 2. 31. 1. 2. 3. Also auch zum Ende und zum Anfang des Monats haben wir hier starke Bereiche. Dann gehe ich auf den Tag der Woche über. Dafür habe ich hier unten den nächsten Tab-Reiter geöffnet, um zu sehen, welcher Handelstag in der Woche war denn stark für meinen, ja, vielleicht diskretionären, vielleicht aber auch vollautomatischen Ansatz, den ich mit dieser Auswertung hinterher umsetzen möchte. Nicht immer kommt ein positives Ergebnis raus bei so einer Auswertung. Es dauert auch eine Zeit, bis man das Auge ein wenig geschult hat auf Basis dieses Indikators. Hier ist aber eindeutig zu erkennen im Gold, dass der Donnerstag und auch der Freitag im Verlauf der letzten Jahre sehr stark waren. Der Mittwoch hier sehr schwach, das hat sich dann aber die letzten Jahre nicht bestätigt. Und der Donnerstag war auf Basis der letzten 2 Jahre schwach, auf Basis des letzten Jahres dann wieder sehr stark. Der stärkste Handelstag der Woche scheint beim Gold hier also der Freitag zu sein. Dann gehe ich auf den Intraday-Verlauf, also auf die Stunde des Tages. Dafür brauchen wir dann 60-Minuten-Daten und keine Tagesdaten mehr im Gold. Das ist der Unterschied hier zu den anderen Tab-Reitern. Ich zeige ganz kurz mal die Einstellungen im Indikator. Hier sehen wir die Einstellung des Indikators wieder auf Basis der letzten 1 und 2 Jahre. Und wir sehen hier, dass wir die saisonale Kurve nun natürlich nicht mehr benötigen. Die saisonale Kurve basiert auf Tagesdaten. Die aktuelle Kurve basiert auf Intraday-Daten. Ich werde diesen Parameterdialog hier auch nochmal anders gestalten und werde in Version 5 hier auch nochmal einen Bereich für Intraday extra anlegen. Wir haben also hier die Möglichkeit, mit Show Intraday uns diese Intraday-Kurse anzeigen zu lassen. Wir brauchen dafür einen 60-Minuten-Chart und können zum einen uns nur die Grafik anzeigen lassen, also nur die saisonale Kurve oder aber nur die Balkengrafik anzeigen lassen, je nachdem, welche Grafik einfacher zu lesen ist. Ich lasse mir gerne beides anzeigen, um hier einen Überblick zu bekommen. Die einzelnen Tage sind schattiert im Hintergrund, sodass man die auch gut voneinander unterscheiden kann. Und hier sehen wir jetzt auch wieder die letzten 9 Jahre, 5 Jahre, 2 Jahre und 1 Jahr. Und wir sehen, dass sich hier die Intraday-Saisonalitäten komplett geändert haben. 9 und 5 Jahre basierend fallen wir eigentlich bis Donnerstag. Ja, und 1 und 2 Jahre, ja, fallen wir nicht mehr ganz so stark. Aber richtig ansteigen tut Gold erst ab Donnerstag, wie man hier sieht. Und vor allem am Freitag. Also sehr stark oder sehr gut zu erkennen ist hier natürlich die Freitagsanomalie im Gold. Wir haben hier eine stabile Saisonalität, die auf Basis der letzten 9, 5, 2 und 1 Jahre sehr gute Ergebnisse bzw. Performance-Schübe zu bringen scheint. Das ist mein Arbeitsplatz, meine Auswertung. Und der nächste Schritt wäre natürlich, das Ganze in ein Handelssystem zu gießen in eine Vorlage. Ich habe dafür ein Template erstellt, sodass man hier einfach nur noch die Daten eingeben muss, die man durch die manuelle Analyse, durch diese visuelle Grafik hier gesehen hat. Das heißt, man gibt einfach seine Daten hier. Ich zeige mal kurz die Equity-Kurve hier oben ein in diesen Indikator bzw. das Handelssystem und kann dann sofort diese Equity-Kurve hier erzeugen. Von 17 Uhr bis 22:45 Uhr wird jetzt hier aktuell der Trade gehalten. Ich handle nur am Freitag von 2009 bis 2018 und habe dann hier ein entsprechendes Handelssystem erstellt. Ob das Handelssystem auch so umsetzbar ist im Live-Handel, das hängt natürlich von anderen Faktoren ab. Kann ich das überhaupt handeln, dieses System? Kann ich den Drawdown aushalten, die Seitwärtsphasen? Aber genau so, und das ist das Interessante oder das Wichtige für dieses Video, gehe ich an die Analyse von Handelssystemen heran, von Saisonalitäten heran und kann so jeden einzelnen Markt, jede einzelne Aktie, jedes Forex-Paar eigenständig und voneinander unabhängig analysieren.